Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank. Es ist etwas früher morgen, deswegen kann es sein, dass ich heute ein bisschen verpeilter bin und die Kommentation auch nicht so super ist, aber ich habe einfach Lust weiterzuspielen und deswegen nehme ich jetzt einfach auf. Ich hatte beim letzten Mal, am Anfang dieses Let's Plays erwähnt, dass ich noch ein paar Probleme hatte, mir dieses Quest of Boozy wieder runterzuladen. Das hatte sich jetzt wirklich erledigt. Das Problem war halt, dass ich das damals gekauft hatte, als dieser PlayStation Store da, was heißt gekauft? Dieser PlayStation Store da halt down war, konnte man sich ja hinterher so zwei Spiele dafür auswählen. In Deutschland waren die ja ziemlich kacke, die Spiele, die man auswählen konnte, bis auf Quest for Boozy. Das hatte ich natürlich genommen. Und ja, da hatte ich das halt runtergeladen, hat auch alles funktioniert, hatte ich dann halt damals auch durchgespielt, hatte ich ja erzählt. Und ja, dann hatte ich das irgendwann mal gelöscht und jetzt wollte ich es wieder runterladen. Und ja, dann jedes Mal hat er mir angezeigt, wenn ich es dann runtergeladen hatte, dass es für PSP sei und dass ich es auf ein PSP oder auf ein PS Vita-System rüberspielen sollte. Was natürlich erstens nicht geht, weil ich weder eine PSP noch eine PS Vita hatte. Und zweitens wollte ich natürlich das Spiel wieder spielen, was ich auch damals gekauft hatte. Das hatte ich dann gegoogelt jetzt. Und das haben wohl mehrere das Problem, nicht nur mit Ratchet und Clank, sondern allgemein mit älteren Spielen, die sie damals gekauft hatten und jetzt wieder runterladen wollten. Das Problem lässt sich dann lösen, indem man das nicht über den PlayStation Store wieder runterlädt, sondern über das, den Account Management irgendwie reingeht und dann da in ältere Downloads geht. Und da konnte ich das Spiel dann nochmal neu runterladen und jetzt habe ich es auch installiert. Also es ging jetzt zu installieren, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ob es jetzt auch spielbar ist, aber ich konnte es wenigstens installieren, das ging ja vorher schon mal nicht. Also wird es jetzt wohl auch gehen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich irgendwie jetzt Tools of Destruction und Crack in Time irgendwie wieder, wenn es auch nur gebraucht ist, in irgendeinem Laden wieder erwerben muss. Aber das sollte nicht das Riesenproblem sein. Kann man ja notfalls irgendwie auf eBay oder auf Amazon gucken. Ja, gut, jetzt wieder genug zu anderen Dingen. Wir sind jetzt hier immer noch auf dem, was heißt immer noch? Wir fangen jetzt hier an mit dem Parcours, den Quark vorbereitet hat, um seinen neuen Partner auszuwählen. Und das schaffen wir dann hoffentlich. Plattform bringt uns wahrscheinlich zurück. Jawohl. Ach so, die bringt uns dann aber nicht wieder dahin. Okay. Also die ist wohl nur für den Rückweg gedacht. Dann machen wir das mal. Ja. 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 Schießt du mal? Oh, schießt du doch nicht. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, er kann mich davor nicht erwischen, hat er trotzdem. Schade. Ja. So war das. Jetzt weiß ich noch. R1 und ich mit L1. Jetzt mal eben so. Uha! Interessant. Ja. Ja. Ja, das wird ein Spaß. Da hat er sich ja was ganz Feines ausgedacht, der gute Quark. Ja, da haben wir jetzt schon mal nur noch ein Leben. Oha, und das Ding ist nicht zerstörbar. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ah, okay, nochmal von vorne. Wir haben jetzt auch keine Granaten mehr. Das ist ein bisschen sehr kacke. Jetzt können wir uns auf jeden Fall den Minenhandschuh kaufen. Den wollte ich ja beim letzten Mal schon. Noch ein bisschen Munition. Und dann nochmal ein bisschen Munition für die Bomben. Und dann nochmal ein bisschen Munition für den Brenner. Und für den Blaster. Und für den Todeshandschuh auch. Dann sind wir auf jeden Fall wieder etwas besser ausgerüstet. So. Handschuh auswählen. Und. Oh. Natürlich brauchen wir hier den Schwunghaken und nicht den Handschuh. Und. So. Jetzt aber den Handschuh.
direkt schlage, wenn die auf mich zukommen. Dann treffen sie uns auch nicht. Sehr gut. Ich dachte, dass, weil die explodieren, kann man die nicht schlagen, sondern muss die irgendwie von der Ferne treffen. Aber das scheint mir so zu gehen. Okay. Und das Ding kann man tatsächlich nicht besiegen. Da muss man einfach mehrfach draufhauen. Nö, scheint nicht zu gehen. Das sieht ja auch nicht so super schwierig. Okay, abwarten. Abwarten, habe ich gesagt. Ja, das hat ja gut geklappt. Ja. So. Jetzt nicht von dem da treffen lassen. Leben wäre jetzt gar nicht mehr so schlecht. Da oben ist Leben. Kacke. Nein! Ach! Oh, schon wieder von vorn. Na, das kann doch ein Akt werden hier. Ja, komm, tschüss. Bist du da vorne da? Schmetter den Blaster aus. Die Dinger nämlich kein Problem mehr. Da sollte man den hier möglichst nicht treffen lassen. Ja. Hat sie nochmal angegeben. Ja. Drei Stück sind noch da. Eins, zwei und drei. Ja. Ein bisschen besser. Tschüss. Und tschüss. Oh. Tschüss. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier noch so erwartet. Ja. Dinger mit dem Blaster auszuschalten, ist auf jeden Fall wesentlich schlauer. Auch wenn das mit sich im Kreis drehen den Dingern gar nicht so einfach ist. Drei Stück noch. Zwei noch. Einer noch. Oh, sind immer noch zwei, verdammt. Einer noch. Ja. Da vorne gibt es schon Leben, das wir jetzt gar nicht brauchen. Diesmal sind wir ja recht gut durchgekommen. So. Okay, und jetzt wieder allein mit einer bestimmten Zahl auf die Leben. Eins. Dann zwei. Dann drei. Und Nummer 4. Jetzt können wir eigentlich zurück und uns das Leben holen. Das haben wir auch. Ja. Leben, Leben, Leben. So. Das lief ja schon wesentlich besser jetzt. Erster Knopf. Zweiter Knopf. Dritter Knopf. Hier geht's weiter. Das Leben können wir jetzt nicht gebrauchen. Ja. Boah. Nein! Den habe ich nicht gesehen. Jetzt könnten wir das Leben doch gebrauchen. Okay.
Ja. Na also. Ja. Halt noch ein bisschen mehr Konzentration und das klappt alles. Darüber. Darüber. Jetzt können wir einerseits da lang und andererseits dahin. Erster Knopf. Zweiter Knopf. Dritter Knopf. Und irgendwas sollte jetzt passiert sein. Nur nicht runterfallen, das wäre jetzt ganz böse, wenn wir nämlich wieder am Anfang. Sicherer. Ah, ein Goldbolt. Interessant. Der war jetzt gar nicht so schwer versteckt. Ja, brauchen wir Leben. Ja, brauchen wir. Schick. Hat ordentlich was gebracht, hier reinzugehen. Aber noch ein bisschen was mit dem Bombenhandschuh und noch ein bisschen was mit dem Blaster. Und noch was für den Bombenhandschuh. Dann sollten wir fast wieder voll sein überall. Hier fehlen uns noch drei Schuss, aber sonst haben wir alle Munition gefüllt. Okay. Mach jetzt hin. Ja. Ah, da hab ich ja mit dem Blaster drauf gehen, verdammt, das hat jetzt zwei Leben gekostet. So, Knopf gedrückt. Und weiter geht's. Knopf gedrückt und weiter geht's. Und Knopf gedrückt. Das reicht schon. Aber nur noch ein Leben, verdammt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt zwar gerade kein Leben, aber da scheint es jetzt weiter zu gehen. Leben? Bitte irgendwo leben? Leben. Vorsichtshalber den Blaster, man weiß nicht, wie das kommt. Aha. So. Knopf. Knopf. Und Knopf. Hm. Das ist ein Leben, der eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hoffe mal nicht davon ausgegangen, dass wir hier getroffen werden. Da ist eine Quark-Statue. Die Tür hat sich nicht geöffnet. Die Tür hat sich geöffnet. Es ist bei mir wieder unglaublich dunkel. Ich glaube, bei euch auf der Aufnahme ist es sogar immer ein bisschen heller. Liegt bestimmt daran, dass einfach mein Fernseher zu dunkel eingestellt ist. Aber bei den meisten Spielen ist das so eigentlich perfekt. Nur hatte ich jetzt schon bei ein paar Spielen gemerkt, dass es einfach ein bisschen dunkler ist. Ich weiß gar nicht mehr, welches das andere war. Ah, jetzt brauchen wir hier wieder unsere Hydro-Dingen-Zeugs. Wasser weg. Können wir durch die Röhre hier? Oh! Es ging hauptsächlich darum, dass uns die Fische sonst aufgefressen hätten, ich verstehe. Nein, jetzt hat er uns doch noch getroffen, verdammt! So, so. Und so, Leben, ist hier irgendwo Leben? Nirgendwo Leben war. Auf der anderen Seite Leben, wo man nur hin konnte. Wenn das Wasser oben ist. Und mal, die Fische kommen nicht wieder und ich lasse das Wasser hier mal kurz wieder rein. Auch kein Leben, verdammt. Ah, das wäre jetzt bitter, wenn wir jetzt sterben und wieder von Anfang an wissen. Aber es sieht ganz danach aus. Ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt einfacher wird.
einen Treffer und wir sind weg. So, machen wir das Wasser wieder weg. Dann hole ich das Wasser gleich in den nächsten Tank rein. Und zwar da vorne. So sollten wir aber erstmal die Fische da unten beseitigen. Oder den Fisch. Leben. Hier sind zwei. Sehr gut. Jetzt können wir das Wasser reinmachen und rüber. Dingens rein da und rüber schütten. So. Jetzt noch ein bisschen was kaputt schlagen. Da drüben gibt es wieder Leben. Hier sind kein. Doch, da ist ein Fisch. Okay. Wäre schon fast rüber geschwommen. Könnte da auch so rüber springen. Aber. Ich erledige den Fisch lieber vorsichtshalber. Ja. Oh, was heißt hier den Fisch? Sind hier doch ein paar. Ja. Das mit der Bombenhandschuhe sogar lieber. Weil ich den einfach besser treffen kann. Und somit die Fische auch schneller weg sind. So. Kein Fisch mehr zu sehen. Das bedeutet, Wasser wieder rein. Und dann rüber da. Probier es mal aus, ob wir es geschafft hätten. Da hätten wir. Oh, hier geht's sogar gar nicht lang. Das ist interessant. Wie soll ich denn dann lang gehen? Ah, hier hoch. Also war es sogar doch notwendig, die Fische zu entsorgen. Da hätten wir nur noch mal extra Leben. Wasser mal weg. Oder weniger. Mir ist jetzt wieder gerade saudunkel hier. Ja. Aha, aha, aha. Die da unten schalten wir natürlich wieder erst aus. So noch. Das können wir jetzt mal hochspringen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das so ein kleiner Safe Point ist vor den Fischen. Wir müssen jetzt nämlich hier das Wasser wieder reinlassen. Und zwar so. Und dann kommen wir dann in der Mitte trotzdem nicht hin. Oder? Doch. Knopf, Knopf, Knopf. Jetzt geht da drüben die Tür auf. Ich glaube, wir müssen das Wasser wieder ablassen. Okay. Sonst können wir sogar noch mit Glück draufgekommen werden. Schaffen wir es gerade wieder nicht. Ist aber auch egal, wenn wir das Wasser wieder ablassen. Rüber. Und von hier aus den hohen Sprung. Dann kommen wir da auf jeden Fall rein. So, Knopf drücken. Ja, Knopf drücken. Den kaputt hauen natürlich. Das hier auch, das hier auch, das hier auch. Aha.
weiß nicht, was kommt. Ich nehme heute mal den Bombenhandschuh. Vorne ist Quark, haben wir es geschafft? Sieht ganz so aus, was? Sieht aus, als hätten wir Quarks Angriff überlebt. Mal die restlichen Blaster wieder zurück. Jetzt hier am besten nicht runterfallen. Können wir doch nicht hin, dann muss das wahrscheinlich erst aufschließen. Guten Tag, Quark. So, so. Ihr zwei überrascht mich immer wieder. Betretet den Ring der Helden und ich gebe euch endlich, was ihr verdient. Ratchet, deine Vorsicht ist unangebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist irgendetwas faul. Hör auf deinen kleinen Blechfreund, Ratchet. Dein Schicksal ist nur wenige Schritte entfernt. Es ist nur, es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Quark hilft uns, den Vorsitzenden Drag zu stoppen. Vielen Dank auch, Clank. Du warst eine große Hilfe. Geh runter von mir, du Vollidiot! Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Was soll das heißen? Was meinst du, was es heißen soll, du Genie? Er wird uns nicht helfen, er wird uns töten. Du bist gar nicht dumm. Aber es gibt noch ein Problem bei deiner Theorie. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Echt nicht? Nein, er macht's. Aber warum? Warum wohl? Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen. Ich bin der offizielle Sprecher von Drags neuem Planeten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zwei mein Comeback gefährdet. Es ist noch nicht vorbei, Quark. Nein, aber... Okay. Er will uns also nicht helfen, er will uns töten. Todeshandschuh. Attacke. Und nochmal. Was? Wie wenig ziehen die denn ab? Wir haben keinen, ja? Problem? Okay. Hilfe? Das schaffen wir jetzt definitiv nicht mehr. Ja, tot. Ach du Kacke! Was ist das denn bitte? Okay, jetzt haben wir diese Todesdinger auch nicht mehr. Vier, lauf. Vier. Das Drecksviech kaputt. Oh oh. Schutzschild. Hilfe. Hilfe. Ah. So sollte man es also machen, dass ich mich da reinlocken. Okay, wir sind auch wieder irgendwie hinkommen. Leben aber noch nicht verloren, das sieht gut aus bis hierhin. So, vier. Okay, Problem. Todeshandschuh. Wirf. Aber nur noch einen, das ist echt schade. Wir brauchen Munition, dringend. Haben wir. Munition haben wir, gut. Wirf. Und wirf. Und nochmal. 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 Verdammt, die sind alle in das Ding da reingerannt. Hilfe! So. Wirf. Oh, Schutzschild. Dann gehen wir mal da hinten rein. Ah, Munition. Und weiter geht's.
So. Sehr gut. Und eine Brücke gibt's noch. Und da müssen wir wahrscheinlich noch reinlocken und dann hätten wir es geschafft, oder? Todeshandschuhe, 6 Stück haben wir wieder. Ist natürlich überaus praktisch. Nein, das ist die Lava. Bombenhandschuhe. Okay, es kam unerwartet. Nein, nicht in die Lava, Ratchet. Ach du Kacke. Leben. Nein. Er hat unsere Munition entzogen. Das ist doch scheiße. Munition zurück. Wir brauchen die Munition. Lauf, lauf, lauf. Aber viel hat er nicht mehr. Er hat nicht mehr viel. Was bringt uns eigentlich der Minenhandschuh? Haben wir gar nicht dabei, verdammt. So, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nein! Ach! Scheiße! Todeshandschuhe haben wir noch 2. Das ist praktisch. Schon bei 30 Milliarden. Also vom Namen bitte wahrscheinlich Minen werfen. Aber wie die aussehen und ob die Schaden machen, das weiß ich natürlich nicht. Kommt schon durch die Feuerdinge, die da reinrennen. Oh Gott, das ist so weit. Nein. Lauf über die Brücke und dann haben wir es geschafft, oder? Ja, haben wir. Und jetzt? Da ist der Ausgang. Willst du mich verarschen? Uah. Die Munition nehmen wir noch mit. Und dann darüber. Wozu mag dieser Infobot wohl gut sein? Vielleicht kann er dich ja ersetzen. Wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Die Schiffe beschießen unsere Stellung aus der Luft! Das war ein bisschen zu knapp! Wir brauchen Nachschub! Sofort! Eigentlich brauche ich Nachschub! Meine komplette Einheit ist abgehauen und sie lassen mich ganz alleine kämpfen! Wenn der Feind diese Wachwacht nicht aufbringt, mach ich's! Ich schaff's nicht mehr lange! Fordere sofortige Unterstützung an! Ende und aus! Das sind Drecksschiffe, die den Planeten zerstören. Wir müssen diesem Kommando helfen. Das ist nicht dein Ernst. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Captain Quark wird's noch leid tun, sich mit mir angelegt zu haben. Es geht doch nicht mehr um Captain Quark. Hier werden Unschuldige umgebracht. Ja? Diesen ganzen Heldenquatsch hab ich einfach satt. Ich hab selbst genug zu tun. Ratchet, du bist nicht mehr der Alte. Was weißt du schon über mich? Du hast die ganze Zeit nur Quark gesucht. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Genau. Und was ich jetzt tun will, ist Quark finden. Wie startet man dieses Mistding? Weißt du es nicht mehr? Man braucht einen Roboteranlasser dafür. Ich starte das Schiff, wenn du diesem Kommando dafür hilfst. Toll. Erpressung also. Na gut. Halt einfach die Klappe und starte. Ebenfalls an Bord des Flaggschiffs der allerersten Vorsitzenden Drake. Schon wieder da? Oh, sie reden mit mir. Ich führe doch keine Selbstgespräche, du Schwachkopf. Bist du sie losgeworden? Ja. Nein. Ich hatte da einen tollen Plan und dachte... Du dachtest? Du dachtest? Das Denken überlässt du besser mir, du Spatzenhirn. Du solltest einfach nur diese beiden Störenfriede erledigen. Bevor sie uns richtigen Ärger machen. Ja, aber ich wollte doch... Willst du immer noch der hochbezahlte Sprecher meines Planeten sein? Ja. Wenn ich dir das nächste Mal einen Auftrag gebe, dann will ich Ergebnisse. Jetzt geh mir aus den Augen.
Planet Batalia. Stillgestanden, elende Deserteure! Wenn ihr Soldaten das nächste Mal unerlaubt abhaut, erschieße ich euch selbst! Moment, ich will einfach... Klappe, du Wurm! Siehst du die Bomber da? Wenn ihr nicht zu den Geschützen geht und die Schiffe vom Himmel holt, ist der ganze Planet im Eimer! Wir treffen uns am Stadttor! Er braucht unsere Hilfe. Ja? Dann geh ihm doch helfen! In die nächste Falle! Na los, geh schon! Das Böse bekämpfen! Ich bin wenigstens kein Feigling. Ah, ja, klar. Sobald ich Quark gefunden habe, wirst du verschrottet. Das war einer sehr wütend. So, viele kleine Mistroboter. Oder noch eine Munition. Wir werden jetzt ja gleich eh mal munitionstechnisch ein bisschen aufrüsten müssen. Den Blaster tut sich erstmal mit hier davon mitzuholen. Jetzt gucken wir mal, was es hier Neues gibt. Den Verwister. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Wombenhandschuhe müssen wir mal nachkaufen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Eine gute Wahl. Nö. Ich denke mal, es wird jetzt so schnell kein nächster Bosskampf kommen. Wir hatten ja gerade erst einen. Also, mal gucken, wie es hier weitergeht. So, wir müssen die 10.000 kriegen, damit wir den Verwüster kaufen können. Okay, das ist eine Rutsch-Slide-Strecke. Machen wir die zuerst? Ja, machen wir zuerst, komm. Gehen wir nicht danach, wo der Roboter steht, sondern hier lang. So. Das Ganze etwas anspruchsvoller schon. Ja, einmal darüber. Und dann darüber. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich springe einfach mal jedes. Ah! Jede Abzweigung lang, wo man lang springen kann. Kann man da kaputt hauen. Interessant. Ja, da hätte man rüber springen müssen. Okay. Spring ich mal ab. Jetzt habe ich mir noch ein paar Bolts. Und dann geht's weiter. Ah, ich dachte noch nichts, kann man drauf springen. Ah, nur noch ein Leben. Das wird eng.